Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen, feinen Bruchgleichung, die wir uns heute hier zusammen vorknöpfen wollen. Und bei Bruchgleichungen muss man sich immer klar machen, die sehen auf den ersten Blick wegen dem Bruch halt ein bisschen wild aus, sind aber eigentlich total handsam, wenn man die Geheimwaffe kennt, die man da anwenden muss. Bevor wir die rausholen, gucken wir aber erst noch, ob man was vereinfachen kann. Und das kann man tatsächlich. Man kann nämlich hier super die 2 mit der 10 kürzen, hat dann hier oben noch eine 5 und unten eine 1, beziehungsweise, weil einmal irgendwas immer nur das irgendwas ist und nichts verändert, können wir die 1 auch direkt komplett streichen. Und dann kommt auch schon die Geheimwaffe. Und die Geheimwaffe bei Bruchgleichungen ist, mit dem Nenner zu multiplizieren. Also immer mal den Nenner zu rechnen. In unserem Fall können wir einfach mal mit der rechten Seite anfangen und mal x minus 1 rechnen. Und dann fällt nämlich der Nenner einfach weg. Mal überlegt euch, ihr hättet zum Beispiel 2 Fünftel und würdet dann mal 5 rechnen, dann wäre das ja wie 2 geteilt durch 5 mal 5, weil der Bruchstrich nichts anderes ist als ein Geteiltzeichen, aber geteilt durch 5 mal 5, das tut sich nicht viel, weil man dann 2 Gegenoperationen jeweils ausführt und dann hat man halt nur noch die 2, also den Zähler, stehen. Und so ist es hier auch. Wenn wir den kompletten Bruch mal x minus 1 rechnen, rechnen wir 2 geteilt durch x minus 1 mal x minus 1 und so bleibt nur noch die 2 stehen. Also rechte Seite nur noch die 2. Linke Seite, die müssen wir natürlich auch multiplizieren mit x minus 1. Und wenn man einen Bruch mit einer Zahl oder eben hier einer Klammer multipliziert, dann geht das immer nach oben in den Zähler. So sieht also jetzt unsere Gleichung aus. Und ihr seht, sie ist jetzt halb so schlimm, weil nur noch eine Seite einen Bruch hat. Und auch auf der anderen Seite kriegen wir den Bruch weg, indem wir mal den Nenner multiplizieren. Und dann kommen wir hier auf 5 mal in Klammern x minus 1. Auf der rechten Seite müssen wir auch mal x plus 2 rechnen, also steht da 2 mal in Klammern x plus 2. Und darum hat man jetzt auch schon keine Bruchgleichung mehr, sondern eigentlich eine ganz gewöhnliche Gleichung, bei der wir erstmal die Klammern ausmultiplizieren, also hier die 5 aufs x und auf die 1 ziehen und hier die 2 aufs x und auf die 2. Dann kommt man auf 5x minus 5. Und 2x plus 4. Und jetzt kann man die x auf einer Seite sammeln, die normalen Zahlen auf der anderen. Also rechnen wir plus 5 und minus 2x. Dann haben wir links noch 3x und rechts haben wir 9. Und jetzt teilen wir durch 3 und kommen darauf, dass unser x also 3 sein muss. Das heißt, die Lösungsmenge von unserer Gleichung hier, von unserer auf den ersten Blick so fiesen Bruchgleichung, ist einfach L gleich 3. Und wenn man will, kann man natürlich noch die Probe machen, aber anders als zum Beispiel bei Wurzelgleichungen, muss man die Probe hier nicht machen. Man kann sie machen, aber wenn man sicher ist, so wie wir jetzt, dass man richtig gerechnet hat, ist man an der Stelle schon fertig. Wenn ihr Lust auf weitere Bruchgleichungen habt, um das zu üben, dann schaut doch mal hier rein. Und wenn ihr sagt, das war euch viel zu einfach, ihr wollt lieber was machen mit Exponentialgleichungen oder anderen verrückten Gleichungen mit besonders schönen Zahlen, dann empfehle ich euch da oben eins dieser Videos. Ganz viel Spaß damit, bei Fragen meldet euch und bis ganz bald!